Ich darf immer bitten, erst die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann ihre Fragen bitte. Wir wollen wie immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, Oli Glasner. Bitte Oli, kurz zum Spiel. Ja, danke. Zuerst möchte ich an Thorsten und der Austria gratulieren zum Aufstieg ins Cup-Halbfinale. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Wir haben der Austria Parole geboten. Wir haben ihnen, denke ich, über 90 Minuten alles abverlangt, haben uns richtig viele und sehr, sehr gute Torschancen erspielt, haben sie halt heute leider nicht verwertet, sondern zweimal am großartigen Torwart gescheitert. Aber mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich sehr, sehr zufrieden. Danke, Ole. Thorsten, bitte. Ja, ich denke, das kann auch sein, weil man hat ja gesehen, dass wir auch Schwierigkeiten hatten heute, dass es ziemlich schwer war, ja, jetzt einfach aufzusteigen in die nächste Runde, das Spiel zu gewinnen. Heute hat Osman hervorragend gehalten, deswegen sind wir eine Runde weiter. Nach vorne hin, denke ich, haben wir gute Kombinationen drin gehabt, aber nach hinten haben wir doch dann einige Leichtsinnigkeiten im Spiel gehabt. So nach dem 1-0 habe ich das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere dachte, das geht jetzt automatisch, die haben wir jetzt im Griff. Weil wir hatten auch kurz vor der Phase, vor dem 1-0, eine sehr gute Phase, deswegen haben wir auch das 1-0 gemacht. Und dann haben wir aber wieder ein bisschen nachgelassen, eigentlich immer Chancen zugelassen und da müssen wir uns schon verbessern. Aber für mich war es ein richtiger Pokalfight. Beide Mannschaften haben wirklich alles gegeben. LASK ist eine absolute Bundesligamannschaft und das wussten wir vorher. Wir haben keinesfalls den Gegner unterschätzt. Man sieht ja auch, dass St. Pölten jetzt wieder weitergekommen ist in Mattersburg. So einfach schlägt man die Mannschaften nicht. Deswegen, für mich zählt, dass wir die Runde weiter sind, konzentrieren uns direkt auf das Derby, weil das ist für uns natürlich enorm, enorm wichtig und schauen, dass wir dann in der Defensive besser stehen. Und danke nochmal für die Gratulation und ich wünsche der LASK auch alles Gute in der Saison, im Aufstiegskampf. Dann sehen wir uns am besten nächstes Jahr wieder. Danke. Danke, meine Herren. Fragen bitte. Ja, also es war geplant, dass er spielt, ja. ja, also weil er gut trainiert, weil er eine hervorragende Vorbereitung hat, gespielt hat und dann muss er auch mal die Chance kriegen. Dafür brauchen wir ihn in solchen Spielen, wenn wir dann Derby am Wochenende haben. Und Friese ist ein junger, guter Stürmer. Der hat, glaube ich, jetzt schon 6 Cup-Tore gemacht, also er macht das, was wir brauchen und er macht sein Tor. Hätte eigentlich noch das 2-0 machen können, aber ich glaube, das wäre auch heute zu viel des Guten gewesen, wenn wir weiterkommen. Ich glaube, es war genug, dass wir weitergekommen sind. Bitte, Bernhard. Kann ich nicht genau sagen. Wie lange er ausfällt, weiß ich nicht genau, also muss man schauen. Er ist heute übrigens Papa geworden, da nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen. Osman hat gezeigt, dass er schon gelernt hat in der kurzen Zeit. Also er ist ein 19-Jähriger, ist jetzt schon 20 geworden, ich weiß nicht, 19 Jahre, der sicherlich immer Zeit braucht und auch aus den letzten Meisterschaftsspiel und so, war am Boden zerstört hier gegen Alter, weil er meinte, er hätte einen Fehler gemacht und so. Damit muss er umgehen können, daraus lernt man aus diesen Fehlern und heute hat er uns das Spiel mehr oder weniger mitgerettet und deshalb freue ich mich besonders für ihn, dass er da einen Schritt gemacht hat. Gibt es weitere Fragen, bitte? Bitte, Bernhard. Ja, das ist guter Rat teuer. Gibt es kein Patentrezept dafür. Sie wollen ja nicht leichtsinnig vergeben, sondern es war halt einfach, der Tormann hat zweimal super gehalten, wenn ich die erste von Manu Kercher nehme. Der Manu läuft aus dieser Position, ich glaube, dreimal in der Woche nach dem Training, lässt er sich genau solche Bälle spielen und läuft auf den Tormann. Und da hat er wahrscheinlich eine 80-90% Quote. Aber
ich möchte es gar nicht zu hoch hängen, weil Tore, die müssen auch dann einmal passieren. Ich meine, wenn ich mir das Tor von Austria Wien anschaue, auch unser Tor war zuerst großartig gehalten gegen Venuto und den Abroller der Friesenbichler durch die Beine halt dann auch nicht sauber getroffen, aber er ist halt drinnen. Also das ist jetzt, und bei uns ist er halt nicht reingegangen, sondern drüber oder eben haben wir den Tor mal getroffen. Aber wichtig ist einmal in erster Linie, dass wir uns gegen so eine Mannschaft wie Austria Wien so viele Hochkaräter erspielt haben und auf dem wollen wir aufbauen, auf der Leistung heute. Wir haben defensiv auch sehr wenig zulassen gegen eine sehr spielstarke Austria Wien. Ich glaube, außer die große Chance, die der Thorsten angesprochen hat von Friesenbichler, war jetzt keine hundertprozentige dabei. Und deswegen waren wir defensiv eigentlich sehr, sehr stabil und haben nach vorne immer wieder blitzschnell umgeschaltet. So wollen wir spielen. Hat halt heute nicht gereicht, aber die Art und Weise, wie wir auftreten sind, ja, denke ich, dass die Richtung stimmt. Eine Frage zum Derby von den Verletzten oder Krankheiten. Ja, ich hoffe, ja, Marcinko, dass er wieder spielen kann. Ich gehe davon aus. Und bei Keat habe ich auch noch Hoffnung. Hoffnung habe ich noch bei Keat. Ja, er hat in der Vorbereitung öfter schon auf links gespielt und da hat er es eigentlich ordentlich gemacht. Deswegen hat er heute auch da ja, verdient gehabt zu spielen. Wollte jetzt nicht wieder Koch links spielen lassen mit dem rechten Fuß und Lars von rechts. Ich denke, dass er seine Leistung gerechtfertigt hat, dass er ein bisschen braucht, um reinzukommen. Aber am Ende wurde er dann immer besser und hat immer mehr Offensivdrang gehabt. Also ja, er ist körperlich schon sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, es war in Ordnung. Gibt es noch Fragen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das vorhin auch schon beim ORF gesagt. Ich bin heute die Frage eben, ob ich verärgert bin, sondern überhaupt nicht, sondern ich bin richtig stolz auf die Truppen heute, wie wir da auftreten sind. Das war wirklich super Leistung. Ich habe ja selber ganz, ganz oft bei Austria Wien selber gespielt und auch als Trainer und sehr, sehr selten so viele Torchancen mehr rausgespielt, sondern das war wirklich ein super Auftritt, defensiv sehr, sehr stabil. Die Burschen sind auch an ihre Grenzen gegangen, körperlich, man hat das gesehen und wir haben auch, und was mir richtig gut gefallen hat, und das ist das stimmt mir äußerst positiv. Wir haben bis zum Abpfiff vom Schiedsrichter daran geglaubt, dass wir nur den Ausgleich erzielen können. Das hat man gesehen. Mit der großen Chance von Dovedan, wo der Ramsepp ablegt und er vom 16er dann knapp verzieht. Und das zeigt mir, dass wir mental, und das wird im Frühjahr so, wenn man den Meisterkampf in der Sky Go ersten Liga, der wird sich zwischen Innsbruck, St. Pölten und uns entscheiden. Und da braucht man auch eine gute Mentalität und die haben wir heute gezeigt. Und deswegen bin ich mit dem Auftritt rund um Zufriedenheit. Nein, also ich hätte nur gerne die zwei Spiele gehabt. Ich glaube, das ist erst Anfang Mai und dann Mitte Mai das Finale. Also ich denke, ob wir jetzt 17 Spiele hätten oder 19, das macht es gerade nicht mehr fett. Gut. Okay, dann Dankeschön, schönen Abend. Danke. Nächste PK, Freitag, 12 Uhr. Danke. Ja.